Guten Tag, meine Freunde. Hier mal wieder ein weiteres Video zu 180 Sekunden KKR live aus der Burggarne. Als erstes möchte ich anfangen mit der KKR Card. Ich konnte ja für den 28. Januar, dort findet das nächste Break Your Neck statt, einen Gästeplatz verlosen. Der glückliche Gewinner ist auch schon informiert, dass er umsonst reinkommt. Die Testpressung ist schon weg und ja, so geht das halt weiter. Wenn du auch unregelmäßig abstauben möchtest, Gästelistenplätze, Testpressung auf Vinyl von einigen Bands, ne? Registrier dich für die KKR-Card. Der Anmelde-Link ist unten in der Beschreibung und du wirst nur profitieren. Eine coole Sache eigentlich, ne? Komm rein in die KKR-Community. Weiter geht's dann halt mit Zombie Ride. Das Album ist im Presswerk. Vinyl dauert natürlich noch, das kennt ihr ja alles. Da kann ich kein Termin zu sagen, aber CD, Digipack ist halt im Presswerk. Und ich halte euch da auf dem Laufenden, wie das jetzt, wann das jetzt genau rauskommt. Das Release-Datum ist ja schon vorgegeben, der 27. Januar jetzt, ne? Und ich hoffe, dass es eingehalten wird, halt, ne? Ihr kennt das ja, das ganze Spiel. Und könnt euch da auch auf dem Laufenden. Dann, was wollte ich noch sagen? KKR-Dings. Dann, genau, am 3.3. spielt Toxoplasma B58. Am 15.4. spielen Ehrenweitig Brab B58. Ihr könnt dort noch Tickets ordern im KKR-Shop. Es sind auch für beide Konzerte Tickets verfügbar. Und alle wartet nicht zu lange. Toxoplasma wird garantiert wieder ausverkauft. Und Ehrenweitig Brab wäre schön, wenn das auch mal ausverkauft wird, ne? Weil die Band ist richtig gut und die haben ein neues Album im Gepäck. Das Vinyl zu dem neuen Album von Ehrenweitig Brab mache ich auch wieder. Und ich halte euch da auch auf dem Laufenden. Man kann das schon im Shop vorbestellen. Auch hier wieder, ich weiß nicht, wann es erscheint, in 5 Monaten, 6 Monaten, 7 Monaten, ne? Ihr kennt das ganze Spiel ja. Und halt, genau, so ist das halt immer. Eine gute Sache habe ich noch für die Soundrunner-Fans, die auch jetzt hier die Platte vorbestellt haben, das neue Album, ne? Wir haben uns jetzt was ausgedacht, und zwar eine Soundrunner, ja, was ist das jetzt, eine Flagge, Fahne, Textilbanner halt, ne? Und mit den Maßen 60x85 oder so ist das, glaube ich, halt, ne? Und dann könnt ihr nochmal angucken, das ist das neue Cover und Motiv drauf, ne? Und ja, ist richtig schön anzuschauen. Ihr könnt das bei mir im Shop als Option noch dazu bestellen. Also für die Leute, die die neue Platte noch nicht bestellt haben, könnt ihr draufklicken, optional mit dazu nehmen und oder ich muss es noch einbinden, dass man das auch extra dazu zubestellen kann halt, ne? Es ist halt noch ein recht neues Produkt. Ich muss den Shop noch aktualisieren. Und ich hatte jetzt sogar, glaube ich, mal die 3 Minuten ein. Ich quatsche nicht so viel. Mehr gibt es natürlich im nächsten Video. Schreibt in den Kommentaren, was ihr davon hält. Haltet ihr alle, ne? KKR-Card, Saugreiner, Flagge, Fahne, Vinyl, Pre-Order, ne? Beteiligt euch mehr, ne? Bis dann, tschüss.